Godzilla, der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 259. Mal bei Godzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg, mit der wunderbaren, der einzigartigen Hoax Mistress Alexa. Hi, ihr da draußen, willkommen zu dieser Folge und ich freue mich ganz außerordentlich, dass bei mir wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster ist. Und wir gehen jetzt ganz bald in Urlaub. Yippie! Das erzählen wir euch jetzt schon seit Tagen und Wochen, aber es ist einfach so und ich freue mich tierisch. Aber wir haben ein wirklich ein bisschen anderes Thema mal wieder, aber ein Thema, was uns bewegt und vielleicht interessiert euch das dann auch nachher, das Thema der Sendung. Und wie ihr wisst, folgen wir auch gerne mal unserem Herzen und unseren Interessen, wenn es um Hoaxilla geht. Und deswegen wollen wir uns die Evangelikalen in den Vereinigten Staaten von Amerika anschauen und wollen auch über ihren Einfluss auf die Politik sprechen. Und das ist einfach unglaublich faszinierend, das zu tun. Und das werden wir uns nachher anhören. Mhm. Und in diesem Kontext, Alexa, hast du auch eine Geschichte rausgesucht. Genau so, ne? Ist es. Der Woche. Ja, viele von euch werden mitverfolgt haben, wie nach dem tragischen Tod von George Floyd die Black Lives Matter Demonstrationen hochkochten in den USA und die Menschen zu Recht überall im Land auf die Straße gegangen ist, so auch in Washington. Und ebenso viele von euch werden wahrscheinlich mitbekommen haben, dass Donald Trump um einen Gang zur St. John's Church in Washington absolvieren zu können und für ein Foto posieren zu können, die Demonstranten wirklich mit mehr oder weniger starker Gewalt aus dem Weg geräumt wurden, damit er mit seiner Entourage dorthin gehen konnte und mit einer Bibel posieren konnte. Und jetzt haben viele die Aufnahmen, die es gibt von diesem Gang und dieser Foto-Op analysiert und dabei festgestellt, dass Trump, was auch immer er damit sagen wollte, ob er endlich mal zugeben wollte, dass er also wirklich der Antichrist ist und der Satan, die Bibel verkehrt herum gehalten hat, was für viele natürlich ein eklatanter Symbolismus ist und ein Grund zu sagen, dass diese Foto abgründlich schief gegangen ist. Spannend. Wenn es denn stimmt. Ja, vorbeigeflogen ist das an mir auch. Mhm. Na, werden wir dann ja am Ende der Sendung erfahren. Thema der Woche. Heute bei uns zu Gast die, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, Journalistin, Autorin und vor allen Dingen auch Historikerin und Podcasterin Annika Brockschmidt. Das ist ganz korrekt. Hallo. Als was bezeichnest du dich selber als Liebstes? Was ist dein Momentan würde ich sagen, nimmt das Journalistische schon so die meiste Zeit ein. Deswegen würde ich einfach sagen, freie Journalistin momentan. Mhm. Aber auch dein Twitter-Handle Ardent Historian spricht eher dafür, dass du dich schon auch noch als Historikerin identifizierst, oder? Ja, auf jeden oder? Fall. Auf jeden Fall. Das lässt sich auch bei meinen Themen schwer trennen. Mhm. Das kommt auch noch dazu. Ja. Und der ein oder andere geneigte Hoaxilla-Hörer wird dich ja schon kennen aus einem der Wild Mikes Specials bei den Ferngesprächen. Da haben wir ja seinerzeit über die biodynamische Landwirtschaft gesprochen. Und im Rahmen dieser Planung ist dann aber auch nochmal die Idee aufgekommen, mit dir über ein Thema zu sprechen, was insbesondere meine Frau unglaublich auch umtreibt, nämlich die aktuelle politische Lage in den Vereinigten Staaten. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden, Alexa. Mhm. Genau, vielleicht vorher nochmal die Frage. Erstens, wie haben sich so deine Themenschwerpunkte in deiner beruflichen Laufbahn herauskristallisiert? Wie bist du zu den USA im Speziellen gekommen? Das war tatsächlich eine sehr podcast-zentrische Geschichte. Und zwar, es ist ein bisschen weit ausgeholt, aber ich gehe die Biegung jetzt einfach mal ein. Mhm. Ich war selber auf einem katholischen Gymnasium, einer Jesuitenschule.
Und wächst man dann quasi mit Religionsunterricht zwangsweise auf und war zwar selber nie wirklich gläubig, aber wusste auch nicht so richtig, was die Alternative ist. Und dann habe ich tatsächlich, weil ich irgendwann so auf die Suche gegangen bin, man ist dann so 15, 16 und fängt an, sich zu überlegen, was denn da eigentlich dahinter steckt und findet keine Antworten. Mhm. Und gerade in den USA gibt es eine sehr gut organisierte, skeptische, säkulare Bewegung, die aufklärt und die sehr viel auch über Podcasts macht. Und da gibt es einzelne Podcaster, die sehr viel in die Richtung machen, quasi so eine Art Radio-Nachrichtenmagazin, aber wöchentliche Nachrichten zu der extremen Rechten in den USA. Mhm. Und ich fand das erst sehr bizarr und muss dann aber sagen, vielleicht ist das so ein bisschen wie mit, auf das Wort kommen wir bestimmt später auch nochmal zurück, so ein bisschen wie mit Kults, dass man so eine gewisse Faszination entwickelt. Und ich wollte unbedingt verstehen, wie diese Welt tickt und habe mich dann über Jahre immer tiefer da hinein vergraben und habe relativ früh gemerkt, also noch bevor das Ganze mit Trump losging, dass es da eine Politisierung zu geben scheint in einer bestimmten Strömung von Evangelikalen, aber auch nicht nur Evangelikalen, die doch enger zu sein scheint als früher und wo gerade eben aus dieser skeptischen Community auch damals schon Stimmen laut wurden zu sagen, da muss man ein Auge drauf haben. Das scheint irgendwie in eine ungute Richtung zu laufen. Wann war das zeitlich ungefähr, dass du das angefangen? Ich glaube, das fing an spätestens bei der zweiten Obama-Amtszeit. Mhm. Und das war dann gerade auch meistens so, dass auch, ich meine, in Podcasts spricht man ja auch oft über Leserzuschriften, dass sie dann eben berichtet haben, dass sie oft E-Mails bekommen von Hörern, die sagen, ich weiß gar nicht, was ihr habt, Obamas zweite Amtszeit, es ist alles okay, es wird besser. Und in gewisser Weise stimmt es ja auch, was Aufklärung angeht. Also zum Beispiel die Zahlen von strenggläubigen sinken, die Zahlen von denen in den USA, die sagen, dass sie einer bestimmten Religion angehören, sinken. Also man kann sagen, es sah so eine Zeit lang so aus, als würde die Säkularisierung fortschreiten. Mhm. Und vielleicht auch ganz hier ganz kurz eine Fußnote. Die Gruppierung, über die wir hier sprechen, das sind keine, also das soll keine allgemeine Bezeichnung des Christentums sein. Also, ja, das ist ganz wichtig. Ja, also wenn jemand seine Religion ausübt, ohne damit anderen zu schaden oder ohne die Rechte von anderen verletzen zu wollen, soll er das tun. Das ist sein freies Recht. Das Recht möchte ich auch niemandem absprechen. Und nur weil ich damit für mich selbst nichts anfangen kann, ganz persönlich, hat das aber noch nichts quasi mit meiner Beurteilung der Gesamtlage zu tun. Das würde ich gerne auch genug, mal hinstellen. Ja, und es gibt ja auch genug Christen in den USA, die Trump aufs Schärfste kritisieren. Also, genau, und da sieht man dann eben, dass sich eine bestimmte Gruppierung, in der, es ist schon so ein bisschen eine Art Zweckbündnis, weil es sind eben nicht nur, man würde ja auf den ersten Blick denken, okay, das sind jetzt alle Leute, die einer Glaubensrichtung, einer Denomination angehören, die sich hier zusammentun. Das ist aber nicht der Fall. Und das sieht man zum Beispiel auch, wenn man in Trumps Regierung schaut. Beispielsweise der Justizminister William Barr ist Katholik. Also, und auch der ist voll auf dieser christlich-nationalistischen Linie. Also es sind viele Evangelikale dabei und es sind auch vor allem Evangelikale. Aber nicht nur. Und es gibt auch bei Evangelikalen teilweise Kritik. Mhm. Also es ist wichtig, das vielleicht vorher immer noch mal zu sagen. Ja. Wir sprechen nicht in Absoluten. Also es sind nicht die Evangelikalen oder die Katholiken. Aber es sind doch Tendenzen, die sich mehr als deutlich herauszeichnen. Mhm.
Jetzt hast du eben angesprochen, dass du auch Podcasts dir angehört hast. Ich weiß jetzt schon, dass einer der ersten Kommentare sein wird, die Annika gehört hat. Erinnerst du dich noch so an ein, zwei Namen, die du nennen kannst? Ja, ich glaube, das erste war tatsächlich Thank God I'm Atheist. Das sind zwei Typen, die früher Mormonen waren tatsächlich. Also und die quasi wöchentlich erstmal aus ganzer Welt, also quasi weltweit Nachrichten zum Thema Religion verbreiten. Mhm. Und dann ging es weiter, also dazu muss man sagen, die Tonlage in all diesen Podcasts, der Tonfall ist sehr unterschiedlich. Mhm. Und dieser Podcast, den ich gerade erwähnt habe, ist, ich sag mal so, für jemanden, der sich erstmal anfängt mit Atheismus zu beschäftigen und der aber das Wort noch ziemlich gruselig findet, wie das bei mir am Anfang war, ist das ganz nett zum Einstieg, weil es ist nicht ganz so wütend, wie manch ein anderer Podcast ist, auch wenn ich die Wut zum Teil verstehen kann. Und ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel, da hört man jetzt schon im Titel, dass da der Tonfall ein bisschen anders ist, The Scathing Atheist. Mhm. Ja, die vor allem Geschichten bringen, die über Right Wing Watch laufen. Das heißt, die haben einen besonderen Fokus zum Beispiel auf Televangelists. Das sind die Leute, die die über Fernsehen predigen und sich damit dumm und dämlich verdienen, kann man nur sagen. Ja, dieses Motiv des leicht wahnsinnig anmutenden Fernsehpredigers, das hat sich ja jetzt hier auch schon auf Deutschland so ein bisschen, ist hier, sagen wir mal, auch schon bekannt und in der Popkultur auch durchaus. Genau, es ist so vom Gefühl her, die Optik ist meistens so ein bisschen so Teleshopping, aber auf Predigt. Und das ist so eine ganz, ganz seltsame Optik, die man hier, glaube ich, nicht so kannte. Und vor allem im Stil der Predigt, eine Art und Weise, dieses Fire and Brimstone, Feuer und Schwefel, die, glaube ich, recht befremdlich wirkt. Zumindest jetzt mal, also selbst auf gläubige Christen hier, die jetzt nicht gerade zu den Pfingstkirchen gehören, sag ich mal. Sehr schön übrigens karikiert, wer sich noch daran erinnert, in dem Genesis-Musikvideo. Ja, da muss ich auch gerade dran denken. Jesus, He Knows Me. Ja. Das ist von dem Album I Can Walk. Do as I say, don't do as I do. Genau, also wenn du das nicht kennst, Annika, würde ich dir mal empfehlen, schau da mal rein. Das ist sehr schön aufbereitet, dieses das Thema. Das werde dort. Ich tun, das kenne ich tatsächlich nicht. Oh ja, das ist so das Ultimative, die ultimative Darstellung eines Fernsehpredigers. Genau, jetzt haben wir in einem sehr langen Vorspann und ich dampf's noch einmal zusammen, erstmal beschrieben, dass wir hier nicht gläubige Menschen diskreditieren wollen in dieser Sendung. Das haben wir zum einen gesagt. Wir haben auch gesagt, dass es durchaus aus dem skeptisch-aufklärerischen Spektrum her wichtig ist, sich dieses Thema einmal anzuschauen. Und ganz interessant finde ich, dass du gesagt hast, dich hat das interessiert und dann bist du dort eingestiegen. Man hört sich ja so etwas über ein anderes Land auch nur an, wenn etwas mit diesem Land verbindet. Und das ist die nächste Klammer, die wir hier, glaube ich, alle gemeinsam noch einmal setzen können. Wir reden hier über die Vereinigten Staaten von Amerika. Oder ich spreche jetzt erstmal mal von mir, weil das soll man ja machen, von sich selber reden und nicht andere über andere reden. Aber ich bin jemand, ich war noch nie dort. Ich würde sehr, sehr gerne mal die Vereinigten Staaten besuchen. Bin sicherlich zutiefst geprägt von der Popkultur der Vereinigten Staaten durch Serien, Bücher und andere Dinge, Comics, was es auch alles gibt. Das hat mich geprägt als Mensch. Und ich sehe immer mit einer Träne im Auge im Moment und einem leicht schweren Herzen über den großen Teich. Soll also heißen, mir geht es nicht darum, den amerikanischen Bürgerinnen und Bürgern jetzt an die Karre zu fahren oder irgendwelchen Gläubigen an die Karre zu fahren, aber es gibt hier Strömungen, über die wir jetzt gleich mal ausführlich sprechen werden, die man sich doch mal mit einem gewissen Abstand und vor allem mit deiner Sachkenntnis, du hast dich tief mit dem Thema beschäftigt, mal anschauen vielleicht, sollte. Vielleicht ist es sogar, also da wäre es dann so, dass ich von mir spreche, gerade der Fall, wenn man die USA mag und ich bin jemand, ich habe mir sogar mal an einem bestimmten Punkt in meinem Leben gewünscht, dorthin auswandern zu können. Das war wirklich ein Plan, weil wir da auch Familie haben und auch liebe Freunde haben. Also mich verbindet viel mit dem Land und gerade wenn dem so ist,
ist, finde ich, sieht man eben mit Besorgnis diese Entwicklung und macht sich da eben auch Gedanken. Das soll jetzt, wie Alexander angedeutet hat, hier keine stumpfe Kritik sein, ohne vielleicht auch positive Dinge mal herauszustreichen, sondern wir sprechen einfach ein Problem an, was dort besteht und was einem durchaus Sorgen machen kann. Und was ja auch, zumindest wenn man sich mal Meinungsumfragen anschaut, die jetzt nicht dezidiert nach republikanischen oder demokratischen Parteizugehörigkeiten fragen, ja auch anscheinend der Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung an die Nieren geht. Also dieses Gefühl, in einem gespaltenen Land zu leben, wo die Gräben zwischen den beiden Lagern mittlerweile so tief sind, dass man gar nicht mehr wirklich weiß, wie man sie überbrücken soll. Ich glaube, das können alle, die Freunde oder Bekannte in den USA haben, sehr gut nachvollziehen. Und das ist auch ein, glaube ich, ein sehr schmerzvoller Prozess für die Leute, die dort gerade wohnen, die das Gefühl haben, sie erkennen ihr eigenes Land nicht mehr wirklich. Das heißt also, auch du bist jemand, Annika, der die Vereinigten Staaten mag, oder? Das kann man absolut so sagen. Also ich habe mich immer schon wahnsinnig, also jetzt mal von allem Popkulturellen abgesehen, da geht's mir, glaube ich, so wie euch und wie fast jedem, der in unseren Breitengraden aufgewachsen ist, die haben mich natürlich total geprägt, also quasi von Kindesbeinen auf. Aber mit dem Aufkommen von Interesse als Politik, also schon als Teenager, würde ich sagen, habe ich immer wahnsinnig gerne in die USA geschaut, gerade wenn es um Wahlkämpfe ging, weil ich dieses Ritual der Politik da so faszinierend fand, weil das so anders war als hier und weil das so leidenschaftlich geführt wurde, diese Gespräche. Und das fand ich einfach wahnsinnig toll. Und das ist auch eine Begeisterung für Politik gewesen, die sicherlich Vor- und Nachteile hat, aber die sehr im Gegenteil oder im Gegensatz zu dem steht, wie man hier Politik oft wahrnimmt. Also das ist beispielsweise ein Punkt neben der Popkultur, der mich immer sehr interessiert hat. Jetzt hast du es gerade schon angedeutet. Wir haben ja zum Einstieg eher über Religion und Religion in den USA gesprochen. Jetzt hast du gerade den Stichpunkt Politik schon angeführt. Warum müssen wir jetzt überhaupt im Zusammenhang mit Religion in den USA auch über Politik sprechen? Das ist ja eigentlich so der Wunschtraum und der Kern, dass das eben streng getrennt ist und dass jeder seine Religion ausleben kann und leben kann und dass das aber die Politik des Landes doch weitestgehend nicht berührt, beziehungsweise eben jeder da so nach seiner Fasson eben leben kann. Ja, es ist so, dass in den USA, und das ist keine Entwicklung, die mit Trump begonnen hat, aber die quasi unter Trump zu ihrem Höhepunkt geführt worden ist, deswegen sage ich jetzt unter Trump, sind evangelikale oder zumindest christlich-nationalistische Ziele und Welt und die Weltanschauung und republikanische Politik gewissermaßen zu einem großen Konstrukt verschmolzen. Das heißt, weiße Evangelikale waren quasi die Basis oder sind nach wie vor die Basis und sind auch diejenigen, denen Trump seinen Wahlsieg 2016 zu verdanken hat. Das heißt, die sind ganz elementar wichtig für ihn, auch jetzt für die Wiederwahl. Und man sieht vor allem daran deutlich, wie sehr im Zentrum der Macht diese Evangelikalen oder christlichen Nationalisten angekommen sind, wenn man sich das Kabinett anschaut. Und nun wissen wir alle, in dem Moment, wo ich sage, guck euch das Kabinett an und hier einen Namen nenne, kündigt er wahrscheinlich morgen oder wird gefeuert. Ja. Aber das macht nichts, weil es einen immerwährenden Nachschub gibt. Ja. Und der macht ganz deutlich, dass auch die Besetzung von relevanten Ministerien, sei es jetzt Bildung, sei es Außenpolitik, mit Leuten besetzt werden, die tief vernetzt sind in diesem christlich-nationalistischen Spektrum und die auch ganz deutlich quasi religiöse Ansichten und eine religiöse Weltanschauung mit in die Politik hineinbringen. Und an sich hast du völlig recht,
an sich sollte Kirche und Staat getrennt sein. Das ist auch in den USA so. Das ist verfassungsmäßig so vorgeschrieben. Aber unter einer bestimmten Strömung von sehr konservativen Christen hält sich die Weltsicht, dass die USA als ein explizit christliches Land gegründet worden seien. Das ist historisch Quatsch. Das ist nicht der Fall. Nichtsdestotrotz sind sie davon überzeugt. Und demnach ist alles, was irgendwie mit Säkularität zu tun hat oder mit Trennungen von Kirche und Staat, für sie inhärent was Schlechtes. Darf ich da ganz kurz einhaken? Du hast gesagt, das ist historisch Quatsch. Kannst du ganz kurz umschreiben, warum das Quatsch ist? Es wird ja gerne, auch von evangelikalen Rechten, werden ja gerne auch die Founding Fathers zitiert als explizit christliche Menschen. Es gibt da mehr als ein Beispiel unter diesen Gründervätern, wo man bis heute gar nicht genau sagen kann, ob derjenige überhaupt gläubig war. Das heißt, viele von den Gründungsvätern waren Christen, das stimmt. Aber vor allem mit dem Rückblick, also von dem, was in England zuvor passiert war und die Unruhen, die Religionsstreitigkeiten in im Vereinigten Königreich, also im heutigen Vereinigten Königreich, die mit sich gebracht haben, wollte man eben deutlich machen, dass Kirche und Staat nicht zusammengehören, dass es Religionsfreiheit gibt. Jeder kann seine Religion so ausüben, wie er möchte. Und das wäre ja nicht der Fall, wenn quasi eine Religion sowieso schon mit in der Verfassung stünde. Das heißt, da hätte man dann in den Vereinigten Staaten wieder genau das, was man eigentlich hinter sich lassen wollte und sozusagen als eine frühere Entwicklungsstufe ad acta legen wollte. Ja, und das war ja auch vor allem deswegen erstrebenswert, weil ja auch viele der ersten Siedler diversen Splittergruppen angehörten, die eben aus England geflohen sind, weil man sie dort entweder nicht mehr wollte oder weil sie woanders neu anfangen wollten. Und das Gegenargument, was man dann gerne von evangelikaler Seite hört, ist, ja, aber hier steht doch in God we trust oder man schwört doch auf die Bibel, wenn man den Amtseid ablegt. Ja, die meisten schwören auf die Bibel, weil das bei Wählern gut ankommt. An sich ist das aber nicht verpflichtend. Man muss nur auf etwas schwören, was für einen selbst quasi einen höheren Wert hat. Das heißt, theoretisch könnte man da, weiß ich nicht, auch auf sein Lieblingsbuch schwören. Oder auf die Verfassung zum Beispiel, ne? Genau. Das wäre auch ein denkbarer Gedanke, ne? Wäre auch eine hübsche Alternative. Aber da sieht man schon, wie aufgeladen dieses Thema ist. Ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, es gibt zwei Mitglieder im Kongress, nur zwei, die sich nicht, also sie bezeichnen sich nicht als Atheisten, aber sie geben keine Religionszugehörigkeit an. Okay. Alle anderen sind eindeutig zuordnenbar. Genauso im Senat, genauso, also alle, die irgendwas mit Politik zu tun haben und irgendwann mal gewählt werden wollen, mit Ausnahme dieser zwei, und auch die legen sich nicht fest. Der amerikanische Wähler oder die Wählerin will wissen, wo er die Leute religiös einzuordnen hat. Das ist sehr wichtig und deswegen wird es, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es in nächster Zeit jemanden gibt, der nicht auf die Bibel schwören wird beim Amtseid. Was mir, und das liegt natürlich an blanker Unkenntnis, die ich hatte, was dieses Thema angeht. Also ich habe mir natürlich für mich klar definiert gehabt, Amerika ist ein Land, in dem Religion und auch, sagen wir mal, das Äußern von Religion viel mehr Common Sense ist, als das bei uns der Fall ist. Ich meine, wir haben ja immerhin auch eine große Volkspartei, die den Namen christlich mit im Namen drin stehen hat. Aber es ist ja nicht so, dass da bei jeder Rede dann auch nochmal Gott adressiert wird. Das ist ja in den Vereinigten Staaten eigentlich üblich gewesen. Also das habe ich immer verstanden gehabt und hingenommen, habe gedacht, gut, das ist in Amerika so. Tatsächlich sind wir ja auch auf dich aufmerksam geworden, weil mir mehrere Leute seinerzeit einen Twitter-Thread empfohlen haben. Alexa hat mir den empfohlen und noch ein paar Freunde haben mir den empfohlen. Ich hatte den aber sowieso selber auch schon gelesen, weil ich den interessant fand. Und habe da dann, aber das
ist ja nicht schlimm, sondern ist ja gut. Und habe da dann das erste Mal realisiert, und ich überspitze jetzt, ich darf das jetzt mal gerade machen, als jemand, der sich nicht gut auskennt, dass es im Prinzip aber so etwas wie einen ja evangelikalen Gottesstaat vielleicht innerhalb der amerikanischen Regierung zu geben scheint. Das heißt, die sind alle christlich und es muss immer an Gott nochmal gedankt werden, das muss immer erwähnt werden und dass Gott auf Amerika aufpasst, alles gut und schön. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass das Rattenloch, was sich jetzt gerade aber auch auftut und deutlich zeigt in dem, was gerade in den Vereinigten Staaten passiert, was an die Oberfläche kommt, sehr, sehr tief ist. Und das hat mich ehrlich gesagt entsetzt, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Als du diesen Thread geschrieben hast, Annika, wir gehen da ja gleich noch ein bisschen länger drauf ein. Mhm. Ist das etwas, was du dir erarbeitet hattest? Oder du hast ja schon gesagt, du hast dich sehr lange schon mit diesem Thema beschäftigt. War das etwas, was du sowieso die ganze Zeit gewusst hast und dann irgendwann mal gedacht hast, das könnte ich auch mal twittern? Also wie ist es denn zu diesem Thread auch gekommen, der dann sehr viel Aufmerksamkeit auch scheinbar auf dich gezogen hat? Denn ich glaube, den haben sehr viele Leute, sehr vielen Leuten empfohlen und gezeigt. Das ist tatsächlich in etwa so, wie das war. Also das ist ja, wie gesagt, das ist ja eine längere Entwicklung, die ich schon wirklich lange verfolge. Und ich glaube, es war vor allem darin gegründet, dass ich bin ja sowieso so ein Nachrichtenjunkie und lese auch internationale Nachrichten, aber dass ich vor allem die deutsche Berichterstattung über die USA gelesen habe, jetzt auch im Vorlauf vor der Wahl wird das ja doch mehr, als es sonst ist. Sonst schaut man ja jetzt nicht so im Detail, abgesehen vielleicht von der einen Seite, wo über Außenpolitik gesprochen wird in der Zeitung, aber sonst steht das nicht so wahnsinnig im Fokus. Und ich dachte mir immer, das muss doch jetzt irgendwie mal kommen, dass hier jemand darüber schreibt, wie eng das mittlerweile miteinander verknüpft ist. Und nicht nur verknüpft, aber fast schon identisch ist. Dieses Hardcore-Religiöse und das Politische. Und zwar so sehr, dass Kommentatoren auch aus den USA sagen, das ist eigentlich mittlerweile eine pseudo-religiöse Bewegung. Mhm. Die Menschen, die da drin sind, würden dem natürlich nicht zustimmen. Mhm. Aber von außen hat das quasi mit dem Christentum, wie die Bibel es vorschreibt, nicht mehr wirklich was zu tun. Und deswegen glaube ich auch, gerade aus europäischer Sicht, diese Unverständnis dem gegenüber, warum diese Evangelikalen den unterstützen, das macht ja auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn. Mhm. Und aber ich habe nichts dazu gefunden. Oder wenn, dann war es immer oberflächlich, so nach dem Motto, er hat jetzt so eine komische Beraterin im Weißen Haus und die legt ihm ab und an die Hand auf und betet. Mhm. Aber das lief irgendwie immer so unter dem, was man halt vorher auch kannte, so nach dem Motto, die haben es halt mehr mit Gott als wir. Oder das ist jetzt ein bisschen schräg, aber es ist eher so eine Anekdote am Rande. Oder die Evangelikalen sind eine wichtige Basis, aber damit hatte es sich dann auch. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist mit Sicherheit nicht einzelnen Journalisten geschuldet. Ich weiß ja auch, wie das in Redaktionen läuft. Da kann nicht jeder bestimmen, wie viel Platz er für welches Thema hat. Und alle Nachrichtenoutlets stehen in ständiger Konkurrenz miteinander. Deswegen, sobald nicht einer damit anfängt, ist es schwer für die anderen, meistens auch gegenüber zum Beispiel den Chefs oder vielleicht auch einfach gegenüber denen, die im Verlag die Finanzen regeln, weil es geht um Klicks, es geht um Reichweite. Und ich sag mal so, die Medienlandschaft ist gerade so prekär, dass man sich keinen Fehltritt leisten kann. Das heißt, es ist schwer, Argumente dafür zu finden, wenn man nicht sagen kann, guck mal, die haben doch auch schon mal was dafür gemacht, darüber gemacht. Auch wenn das dem Gedanken des Scoops entgegengeht, aber so ist es meistens. Mhm. Ja, und das hat mich irgendwann, hat es mich zuerst genervt, dann hat es mich aufgeregt und dann habe ich gedacht, du sitzt jetzt aber auch hier und regst dich so ein bisschen selbstgerecht auf, mach doch einfach was. Mhm. Und dann habe ich mir eben gedacht, okay, ich weiß jetzt nicht, ob Twitter so die beste Form dafür ist, aber ich probiere das einfach mal aus. Ich hatte schon ein paar so, ich sag mal, informative Threads geschrieben, auch meist eher zu skeptischen Themen und das kam meist recht gut an.
Und ich dachte, komm, probier es einfach mal und habe so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt und habe versucht, das mal zusammenzufassen. Und das, ja, das ging tatsächlich ziemlich durch die Decke. Wie waren die Reaktionen da so? Sehr gemischt. Was ich tatsächlich sehr interessant fand, war, dass natürlich sehr vereinzelt, ich nehme an, das ist auch dem geschuldet, dass es hier einfach nicht so verbreitet ist. Es haben sich aber einige ehemalige deutsche Evangelikale bei mir gemeldet, die mittlerweile, also die entweder im Ausstieg gerade drin sind in dem Prozess der Abnabelung oder die da rausgekommen sind, die sich bedankt haben, weil das eben sonst nicht wirklich im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung steht. Dann gab es natürlich erstmal Ungläubigkeit, Leute, die gesagt haben, ich dachte, das ist jetzt hier eine schlechte Satire. Mhm. Und es liest sich ja auch wie schlechte Satire in Teilen. Also das sind ja, wenn man sich teilweise Predigten anhört von dem ein oder anderen Televangelist, da kann das schon sein, dass wenn man mit dem Thema nicht so vertraut ist, man sich zuerst denkt, okay, ich google jetzt mal lieber noch mal eine Weile weiter, um zu gucken, ob das jetzt nicht einfach nur wirklich ein schlechter Witz ist, weil es klingt teilweise sich so. Genau, wirklich absurd. Und das ist vielleicht auch eine ganz gute Gelegenheit, wo du das gerade ansprichst, mal ein bisschen detaillierter darüber zu sprechen, was glauben die denn eigentlich so? Also wenn wir andeuten, dass das eine Interpretation des Christentums ist, die uns hier völlig schräg vorkommt und auch vielen Amerikanern völlig schräg vorkommt, worüber reden wir denn da genau? Also sagen wir mal so, im Zentrum steht, und ich glaube, das gilt für viele evangelikale Strömungen, und das ist vielleicht auch noch das, was einem am ehesten bekannt ist, eine sehr persönliche Beziehung zu Gott. Das findet sich auch in der Sprache wieder, in evangelikalen Predigten, dass man direkt mit Gott kommuniziert. Man spricht mit ihm, man ruft ihn an, und man kann quasi selbst nur zum Heil finden, indem man quasi errettet wird. Also indem man seine Seele und sein ganzes Ich an Gott übergibt und ihm sagt, ich bin jetzt in deinen Händen. Und das ist dann das, was dann als Wiedergeburt wahrgenommen wird. Das ist dieses Born Again Christians, das ist damit gemeint. Und das bedeutet auch, und das ist ganz relevant, das ist die einzige Möglichkeit zur quasi Errettung deines Seelenheils, ist, dass du Gott annimmst als deinen Retter und als deinen Heiland und wiedergeboren bist. Das heißt, du kannst so gut sein, wie du willst, moralisch als Mensch, du kannst in Altersheimen helfen und deine ganze Freizeit darauf verwenden, anderen Menschen zu helfen, das reicht nicht, sondern quasi das Bekenntnis muss da sein. Und da soll man vielleicht nochmal kurz einhaken, weil da wird es dann auch schon gleich wieder schwierig und das erklärt, glaube ich, auch, warum es so schwer ist für Leute, da rauszukommen und warum das gerade auch auf Kinder und Jugendliche so einen Eindruck macht, ist, dass selbst wenn du quasi wiedergeboren bist, du dir trotzdem noch nicht ganz sicher sein kannst. Und das hat so ein bisschen was von Calvinismus. So, es ist alles vorherbestimmt, wie es endet, ob du reich bist, ob du nicht reich bist. Und du musst rausfinden, zu welcher Gruppe du gehörst. So ist es ja jetzt mal sehr, bitte Theologen, don't at me, sehr, sehr stumpf runtergebrochen. So ist es im Calvinismus. Und hier ist es so, dass das Event, worauf quasi hingefiebert wird, und das ist letzten Endes auch das, worum sich das ganze evangelikale Dasein dreht, ist das jüngste Gericht und die Apokalypse, weil dann kommt Jesus wieder zurück auf die Erde und alle Evangelikalen werden per Rapture das ist quasi diese Entrückung. Ja, das ist tatsächlich das Körperliche ins Himmel, in den Himmel gebeamt werden. Ja. Und dann werden alle gläubigen Christen bei Gott sein und der Rest wird schreckliche Qualen auf der Erde erleiden. Der Antichrist wird gegen Jesus kämpfen und am Ende geht die Welt unter und alle Menschen, die nicht gläubig sind, kommen in die Hölle.
Dazu zählen aber auch diejenigen, die vielleicht Born-Again-Christians waren, aber die nicht gut genug waren. Das heißt, es gab oder es gibt nach wie vor so etwas wie Rapture Anxiety. Also Rapture ist eben dieser Prozess des Hochgebeamtwerdens in Ermangelung einer anderen Beschreibung. Und also diese Angst, zurückgelassen zu werden auf der Erde, während alle anderen, deine Familie, deine Freunde, alle anderen, die du kennst, potenziell nicht mehr da sind, weil sie bei Gott sind. Und das kann ja ständig passieren, weil man wartet auf dieses Endergebnis. Man sehnt das herbei, man hat aber gleichzeitig Angst davor, weil man nicht weiß, ob man zu den Auserwählten gehört. Das ist sehr real und das hat auch ist auch so eine Art popkulturelles Phänomen geworden. Ich glaube, in den 70ern, wenn ich mich richtig erinnere, mit der Verfilmung dieser Left Behind-Serie. Also das ist du weißt es nie, du kannst dir nie sicher sein, aber du glaubst an einen unheimlich rachsüchtigen Gott, an einen strafenden Gott, dem du deine Ergebenheit ständig beweisen musst, weil du am Ende zu den Auserwählten gehören musst. Jetzt lass uns ganz kurz an der Stelle, ich muss da einmal einhaken, damit das nochmal deutlich wird. Ich will das noch einmal unterstreichen. Wir haben bei den Evangelikalen, die wir hier gerade beschreiben, das ist jetzt nicht theoretisch, sondern das sind Menschen, die genau das, was du gerade beschrieben hast, wirklich glauben, deren Seelenheil, das ist vielleicht der Begriff, den man da benutzen kann, davon abhängt, dass wenn das jüngste Gericht kommt, sie errettet werden wollen und in den Himmel kommen wollen. Und es reicht, wie du gerade gesagt hast, nicht, dass sie gut leben, sondern sie müssen alles richtig machen. Alles richtig machen. Und sonst geht die Erde halt unter und sie gehen mit unter. Und das ist, ich benutze das, dann musst du das nicht machen, das ist natürlich etwas ganz klar Sektenhaftes, was wir hier erleben, was auch weit weg vom christlichen Glauben, wie er bei uns gelebt wird. Auch da glauben wir an ein Jenseits, in das wir eingehen können, wenn wir denn daran glauben, aber nicht instantan und sofort und schon gar nicht in einem jüngsten Gericht, was dann im Grunde genommen dann ja auch alles andere vernichtet. Und ich finde diese Vorstellung schon so absurd. Und dann kommen wir nochmal zu einem Punkt, den du uns auch genannt hast, den ich auch so noch nicht realisiert habe, ist, dass diese Gemeinschaft und insbesondere Trump, den sie sich jetzt als Galionsfigur erkoren haben, wie gläubig der Islamer dahingestellt, davon ja ausgehen, dass sie, also diese Gruppe, die das glaubt, eine real bedrohte Gruppe ist, die ja um ihre eigene Existenz und dann kommen wir dazu, um ihre Religionsfreiheit, das, was sie glauben, also ja, kämpfen müssen, damit sie das glauben müssen. Und das Problem dabei ist, und dann ganz, da höre ich auch auf zu reden, du kannst mich korrigieren, ist ja, dass damit sie in den Himmel kommen, das Land, in dem sie leben und die Kultur, in der sie leben, ja, eben ganz, ganz grässliche Dinge tun muss, damit sie in den Himmel kommen. Und dann kommen wir so langsam in das Fahrwasser rein, warum wir sehen, wie die Vereinigten Staaten von Amerika sich gerade umbauen, oder? Oder habe ich das jetzt falsch zusammengefasst? Nee, das war ganz korrekt. Also das ist ja auch das, was es so gefährlich macht, wenn Menschen, die dieser Weltanschauung folgen, in Machtposition, also in reale politische Machtpositionen kommen, in denen sie Gesetze erlassen oder in denen sie, in denen sie die politische Zukunft des Landes lenken können. Und Recht sprechen, ne? Entschuldige, dass ich da nochmal reingehe. Also wir haben ja auch die Richter, die höchsten, obersten Richter in den Vereinigten Staaten, die besetzt werden. Das sind ja auch aus diesen Kreisen plötzlich Menschen, die auch die Rechtsprechung dementsprechend interpretieren, ne? Ja, das ist ja auch einer eines der Argumente, was unter generell unter Konservativen, aber vor allem unter Evangelikalen gerne genannt wird. Trump ist vielleicht kein Christ, aber wir kriegen durch ihn die Richter, also vor allem auch regionale Gerichte, die werden besetzt mit unseren Leuten. Und da muss ich jetzt vielleicht nochmal, also das ist so ein bisschen das Problem dabei. Es ist so ein Riesenwust, das ist wahnsinnig schwer, das auseinanderzudröseln, ohne so vom Hundertsten ins Tausendste zu kommen. Aber vielleicht zwei kurze Stichworte. Einmal, wenn
ich quasi das jüngste Gericht und das, was so in der Apokalypse des Johannes steht, herbeisehne, dann warte ich effektiv auf den Weltuntergang. Und ich will, dass der passiert. Das heißt auch, dass mein Land untergeht. Das Land, wo ich gerade lebe. Das bedeutet, dass wenn ich permanent Ausschau halte nach Zeichen dafür, dass die Apokalypse kurz bevorsteht, dann interpretiere ich alles darauf. Das mag ein Tornado sein, das mag ein Erdbeben sein, ist völlig egal. Eine Pandemie. Oder Unruhen, Pandemien, die Bestrafung für die, das fällt mir gerade das deutsche Wort nicht ein, für die Wicked, für diejenigen, die nicht glauben. Mhm. Ja, und das bedeutet, dass ich, wenn ich zum Beispiel aktiv Außenpolitik mache, keinerlei Interesse an Frieden im Nahen Osten habe. Denn wenn ich der biblischen Prophezeiung folge, oder zumindest einer der sehr vielen sich widersprechenden innerhalb dieses Buches, dann muss ich beispielsweise wissen, okay, Jerusalem muss in jüdischer Hand sein. Mhm. Sonst kann Gott nicht auf die Erde zurückkehren. Das bedeutet, muss in jüdischer Hand sein, aber letzten Endes heißt das nicht, dass mir das jüdische Volk oder dass mir das Judentum generell irgendwie am Herzen liegt. Denn in meiner eigenen Logik bedeutet das, dass wenn Juden sich beim jüngsten Gericht nicht konvertieren, dann sterben die. Und zwar alle. Und zwar einen grausigen, grausigen Tod. So wie alle anderen Ungläubigen auch. Das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite muss man sich vor Augen halten, dass diese Menschen alles durch diese Schablone sehen. Das heißt, alles wird projiziert auf einen Endkampf zwischen Gott und dem Bösen. Sei das jetzt Satan, der Antichrist, wer auch immer. Das unterscheidet sich je nach Strömung ein bisschen. Aber es läuft aufs selbe hinaus praktisch. Und das bedeutet auch, dass ich nicht diskutieren kann. Weil wenn ich der Meinung bin, dass mein politischer Gegner wortwörtlich vom Satan getrieben ist, dann werde ich mich nicht mit dem an einen Tisch setzen und versuchen, einen Konsens zu erreichen. Kann ich auch gar nicht, weil ich will ja selber auch gerettet werden. Ja. Und damit, das heißt, wenn ich da weich werden würde und im Sinne einer ausgleichenden Politik agieren würde, würde ich damit im Zweifelsfall bei der Rapture nicht errettet werden, sondern auch in der Hölle schmoren, weil ich habe ja nicht darauf hingearbeitet, komplett kompromisslos Gottes Werk zu tun in dieser überhöhten Definition. Ne? Korrekt, also was genau. Man muss das, glaube ich, immer wieder sagen, weil das so far out ist von dem, wie wir das so auffassen. Aber ja, entschuldige, dass ich unterbrochen habe. Alles gut. Ein weiterer Aspekt, und dann bin ich auch mit dem Monolog am Ende, der auch noch wichtig ist, weil sonst macht das alles, also es macht sowieso von uns aus gesehen wenig Sinn, aber es gibt so eine innere Logik des Ganzen, die erklärt, warum das so verfahren ist. Und ein weiterer Punkt ist, dass das Gefühl, dass die eigene Art und Weise des Lebens und die eigenen Werte, an die man glaubt, quasi ins Hintertreffen geraten. Sei das jetzt, weil die Ehe für alle erlaubt ist, sei es jetzt, weil Abtreibungen zumindest weitestgehend möglich sind, je nach Bundesstaat unterschiedlich, weil ein in Anführungsstrichen traditionelles Familienbild nicht mehr von allen so gesehen wird, gibt es das Gefühl, dass vor allem, weil diese Werte für diese Menschen so eng mit der amerikanischen Identität verknüpft sind, dass das Land zugrunde geht, aber moralisch zugrunde geht. Das heißt, das ist nicht das zugrunde gehen, was sie ja eigentlich wollen, weil sie wollen die Apokalypse, sondern es ist der moralische Verfall Amerikas. Mhm. Und deswegen schickt Gott dann den Tornado, weil Schwule haben jetzt Rechte. Mhm. Und das ist keine Überspitzung. Es gibt genug Beispiele. Ihr könnt nahezu jeden Hurricane oder Tornado googeln in den letzten 20 Jahren, ihr werdet immer irgendwelche evangelikalen Priester oder Prediger finden, die sagen, das liegt nur daran, weil wir uns von Gott abgekehrt haben
Gott bestraft das Land, wir müssen zu Gott zurückfinden, Gott darf nicht aus den Schulen vertrieben werden, in den Schulen muss wieder gebetet werden, Gott muss zurückfinden, Amerika muss zurückfinden zu Gott und erst dann wird das alles aufhören. Mhm. Ich muss jetzt nochmal fragen, wo wir zur Verquickung von Politik und eben diesen evangelikalen Vorstellungen kommen. Aus welchen Quellen genau speisen sich diese Leute? Sind die organisiert innerhalb der Republikaner? Sind die selbstständig organisiert? Oder sind das einfach Leute, die eben evangelikale Auffassungen vertreten, die diesem Glauben anhängen und dann eben in die Politik gehen? Wie sehen da die Organisationsstrukturen aus dahinter? Das ist eine ganz bunte und ganz diffuse Mischung. Und das macht es, glaube ich, auch so schwer, ist von außen, wenn man zum Beispiel nicht drin aufgewachsen ist, das als Strömung überhaupt zu erkennen. Mhm. Aber es ist eine Mischung aus erzkonservativen Thinktanks, Foundations, gesellschaftlichen Gruppierungen, Gemeinden, aber gleichzeitig vernetzt mit einem aber irgendwie in sich geschlossenen, mit einem hermetisch abgeriegelten, zumindest bevor Social Media kam. Jetzt bekommen wir ja auch manchmal Eindrücke davon, wie das in dieser Bubble aussieht, aber mit einer so hermetisch abgeschlossenen Medienlandschaft, die quasi konsumiert wird. Und gleichzeitig natürlich auch Leute in den regionalen Stellen der Republikanischen Partei, die entweder in diesem Umfeld aufgewachsen sind, die das glauben, die vielleicht gemerkt haben, dass viele Leute um sie herum das glauben, dass man damit gewählt werden kann. Und das hat auch nicht erst, das hat die Republikanische Partei auch nicht erst jetzt gemerkt. Das fängt schon unter Reagan an und will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist etwas, das sich schon seit mehreren Jahrzehnten aufbaut. Und das fand weitestgehend unbemerkt statt. Man hat die nicht sonderlich ernst genommen, gerade weil sie so schrill und so krawallig auftreten. Das wirkt sehr bizarr auf Außenstehende. Und gerade im politischen Raum hat man das nicht ernst genommen, man kannte das nicht und sich gedacht, naja, das sind halt ein paar Spinner und die sind konservativ, okay, und dann, naja. Die kriegen wir schon eingefangen. Ja, ja, die kriegen wir eingefangen und dann wählen sie uns und gut, dafür müssen wir ihnen halt ein bisschen was geben. Aber das hat verkannt, wie politisch diese Bewegung von Anfang an war. Weil und auch strategisch, ne? Ja, bisschen, ne? Ja, absolut, absolut. Weil ein christlicher Nationalismus, und das ist ja der Kern der ganzen Sache, Amerika als christliche Nation, Amerika, und das ist dann das Stichwort des amerikanischen Exceptionalism, Amerika als das auserwählte Volk. Mhm. Wir sind was Besonderes. Und das sieht man ja auch in amerikanischer Außenpolitik der letzten Jahrzehnte. Wir sind diejenigen, die beispielsweise Demokratie bringen in bestimmte Länder. Mhm. Wir haben einen Sendungsauftrag. Mhm. Und in diesen Kreisen ist dieser Sendungsauftrag aber historisch verknüpft mit einem gewissermaßen kann man streichen, mit einem kolonialen Denken weißer Siedler, die, und das kann man bis quasi in die Gründerzeit zurückverfolgen, die den indigenen Völkern die richtige Religion bringen. Mhm. Das heißt, der Sendungsgedanke ist sowohl politisch motiviert als auch religiös. Und wenn das zusammenkommt, genauso dann und zur Identität wird, an die alles andere geknüpft ist, dann wird es recht schnell recht gefährlich. Und das endet quasi, ich meine, es ist ja noch nicht zu Ende, aber es kommt zumindest da an, wo wir jetzt sind, wo sich White Supremacists und Neonazis und all dieses Gekröse auch in dieser Strömung finden. Mhm. Und die gemerkt haben, oh, wir haben bestimmte Sachen, bestimmte Ansichten, beispielsweise, dass sich
sogenannte Rassen nicht mischen sollen, gegen Einwanderer, dieser ganze Mythos von Gewalt in den Vorstädten. Mhm. Man macht gemeinsame Sache. Und das führt sich alles zurück auf diesen historischen Hintergrund. Ich mache nochmal gerade die Luft, Anführungsstriche, um Rasse, weil Rasse gibt es ja gar nicht, sondern es ist ja ein Begriff, den diese Menschen benutzen. Wir würden den nicht benutzen, insofern nicht, dass da jemand sagt, was benutzt denn die Annika da für Begriffe? Anführungsstriche. Genau. Und ganz spannend, auch das ist mir, ich gehe nochmal zwei, drei Schritte kurz zurück. Diese Ankündigung Trumps, Jerusalem sei jetzt die Hauptstadt Israels seinerzeit, die hat mich ein bisschen befremdet und habe gedacht, warum interessiert ihn das? Warum muss er das ankündigen? Was mischt er sich da jetzt gerade ein? Eigentlich hat er doch da gar keine Aktien drin. Mit dem, was du gerade erzählt hast, dass quasi das jüngste Gericht erst dann kommen kann, wenn Jerusalem wieder in komplett jüdischer Hand ist. Das ist alles, da stellen sich mir so nachträglich die Nackenhaare hoch und es macht dann plötzlich alles Sinn, weil das kam ja im Moment, als er das gesagt hat, so ein bisschen aus der leeren Luft, wenn man diese Zusammenhänge nicht kennt, so ein starkes politisches Statement. Und was mich jetzt auch gar nicht mehr überrascht und was wir vielleicht ja nochmal adressieren können, du hast es schon einmal gestriffen, ist die Tatsache, dass Trump oder andersrum, dass es im Grunde genommen den Evangelikalen, über die wir hier gerade sprechen, über diese Gruppierung, auch wurscht ist, ob Trump selber glaubt oder nicht, sondern er ist im Prinzip jetzt so eine, ich habe vorhin schon gesagt, Galionsfigur, so eine Führerfigur, die zumindest. Das Gefäß Gottes. Ja. Unglaublich. Und das sagen die tatsächlich. Ich wollte sowas vermeiden, aber er sorgt jetzt gerade dafür, zumindest die Welt ein ganzes Stück weit dichter an die Rapture dran zu bringen. Und dann ist dann jetzt auch im Grunde genommen wurscht, ob das sein eigener Narzissmus ist, der ihn da antreibt oder was auch immer. Es dient der evangelikalen Sache und deswegen wird er gestützt. Das ist, glaube ich, ja auch nochmal ein Aspekt, den man betrachten sollte, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch durchaus, also wir haben ja eben schon mal angesprochen, dass das auf Außenstehende, mit unseren, in unseren Breitengraden üblichen Varianten des Christentums zumindest einigermaßen vertraut sind, auf die wirkt das ja sehr befremdlich. Mhm. Also hier die Affäre mit Stormy Daniels und die ganze Sprache und das Krude und Grabbing by the Pussy und so weiter. Genau, all diese Dinge, diese Frauenverachtung, das passt eigentlich zumindest, also ich meine, klar, Sexskandale gab es in der Republikanischen Partei schon immer, aber es gab so eine Art Skript, dem man folgen musste. Man musste sich dann als reuiger Sünder zeigen, man musste bedauern und dann konnte man auch wieder eventuell wiedergewählt werden. Hat es bei den Demokraten ja auch gegeben, also siehe Clinton, das war ja auch so eine Geschichte. Genau. Ne? Die haben es ein bisschen schwerer gehabt mit der Redemption-Arbeit. Ja, genau. Ja, genau. Aber ich sag mal so, es gibt gab es ja Republikaner, die gewählt wurden in Parteipositionen, die, weiß ich nicht, dreimal, viermal geschieden sind. Also es geht alles schon, aber das musste theologisch in bestimmte Art und Weise verpackt werden. Bisher. Mhm. Und jetzt ist das aber scheinbar egal. Und das lässt sich aber, wenn wir jetzt wieder quasi in diesen evangelikalen Logiktopf eintauchen, der nur in sich logisch ist, aber nicht von außen, lässt sich das aber auch erklären. Denn wenn ich beispielsweise glaube, dass eines der Zeichen, wie ich erkennen kann, dass ich Gottes Segen für etwas habe, weil das weiß ich ja nicht, oder dass ich generell von Gott mit Wohlwollen betrachtet werde, eines der Zeichen dafür ist Reichtum. So, Trump, ob er jetzt wirklich so reich ist, wie er sagt, sei sowieso nochmal dahingestellt. Aber wie gesagt, mit normaler Logik kommt man hier nicht weiter. Aber Trump feiert sich als self-made man, als Milliardär, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Jedenfalls Geld, Geld, Geld ohne Ende. Sagt er ganz oft, hat er auch oft im Wahlkampf gesagt, 2016, 2015. Ich habe so viel Geld, ich kann mir alle TV-Spots selber bezahlen. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem Geld. Und das mag auf uns sehr befremdlich wirken. Aber wenn ich da mit so einer Brille drauf gucke, ist das ein Zeichen dafür, Gott findet diesen Menschen gut. Gott
sieht ihn in dieser Position, in der er ist, und Gott schenkt ihm Erfolg. Gott belohnt ihn mit Erfolg. Mhm. Und dann kommt dir quasi das zweite Argument, wo dann gerne in der Bibel rumgekramt wird, bis man etwas findet, was einigermaßen passt. Und das ist ja meistens so in der Bibel, wenn man lang genug sucht, findet man schon irgendwas, das passt. Deswegen, es widerspricht sich ja auch in sich sehr viel. Ja. Dann wird gesagt, ja, es gibt viele Menschen, auch in der Bibel, die Gott quasi, ja, als Art, ja, als in Anführungsstrichen Werkzeug benutzt hat, die entweder selbst, wenn sie christlich war, christlich ist sowieso, aber wenn sie der richtigen Religion angehörten, schlechte Menschen waren. Mhm. Stichwort König David, der, um mit einer Frau zu schlafen, ihren Ehemann hat umbringen lassen. Und das ist nur eine der Storys. Oder der gar nicht erst überhaupt christlich war, wie beispielsweise King Cyrus, der aber gleichzeitig den Israeliten zum Sieg verholfen hat, weil Gott ihn als Werkzeug benutzt hat. Deswegen ist es letzten Endes völlig egal, ob Trump die Bibel jemals aufgeschlagen hat. Es ist egal, ob er das glaubt, weil letzten Endes zählt nur Gottes Plan. Und nach meinen Kriterien innerhalb dieses Logiktopfes sagt mir das, Gott hat einen Plan für ihn. Ich muss jetzt nochmal auf den Wahlkampf zu sprechen kommen. Diese berühmt-berüchtigte Rede in Iowa 2016 vor Evangelikalen. Welche Rolle hat diese Rede gespielt? War das im Prinzip nochmal eine Bestätigung von etwas, was sowieso schon sich herauskristallisierte? Oder war das eine Art Meilenstein in dieser Entwicklung? Wie würdest du das einschätzen? Ja, ich denke, Meilenstein ist ein gutes Wort dafür. Also da gibt es ja diesen mittlerweile recht bekannten New York Times Artikel von Elizabeth Diaz, ist das, glaube ich, die in diesem Artikel auch im Detail beschreibt, wie die Menschen vor Ort auf ihn reagieren, vor und nach der Rede. Und da gibt es, im Januar 2016 war das, gibt es durchaus auch viele Evangelikale, die von ihm nicht begeistert sind. Also die sagen, der ist mir unsympathisch, ich mag nicht die Art und Weise, wie er redet, das finde ich nicht gut. Die aber trotzdem, vor allem nach der Rede, sagen, ich glaube, das ist der richtige Mann. Denn Trump sagt in dieser Rede vielleicht, die Rede wurde deswegen so bekannt, weil er in dieser Rede den Satz mit der Fifth Avenue gesagt hat, ich könnte in der Mitte der Fifth Avenue stehen, jemanden erschießen und sie würden mich trotzdem wählen. Ja. Und darüber hinaus fiel so ein bisschen hinten ab, was er sonst so gesagt hat. Und das ist durchaus sehr erhellend, weil er diesen Opfermythos, in dem sich diese Strömung der evangelikalen Rechten sieht, dass das Christentum quasi belagert wird, attackiert wird, sich im Kriegszustand befindet. Diesen Opfermythos hat er gestärkt. Also im Sinne von, wir sind die Mehrheit, aber man unterdrückt uns. Wir sollten eigentlich was zu sagen haben, aber wir haben nichts zu sagen. Und er sagt weiter in dieser Rede, wörtliches Zitat, das Christentum wird Macht haben. Wenn ich da bin, dann werdet ihr ganz viel Macht haben. Ihr braucht niemanden sonst. Ihr werdet jemanden haben, der euch repräsentiert, und zwar sehr, sehr gut. Erinnert euch an das. Und in der Wahl stimmten 81% der weißen Evangelikalen für ihn. Ja, das muss man erstmal sacken lassen. Das ist in dieser Tiefe, wenn man sich das dann so jetzt einmal angehört hat und durchdacht hat und durchlesen hat, erklärt das ganz viel. Das macht's ja alles nicht besser, dass man es jetzt versteht.
Aber es erklärt einfach unfassbar viel. Und wir müssen jetzt vielleicht auch noch mal einmal, Alexa hat das ja am Anfang der Sendung in der Story der Woche ja schon angerissen, noch mal darüber sprechen. Mit all dem, was wir jetzt hier besprochen haben, diese Szene vor der St. John's Church, die wir da erlebt haben, wo wir alle sagen, wie kann ein Führer eines demokratischen Staates, ein Oberhaupt eines demokratischen Staates, ich will jetzt nicht sagen, über Leichen gehen, das wäre natürlich vollkommen übertrieben, aber mit Polizeigewalt Demonstranten, die ihrem Grundrecht nachgehen, räumen lassen, um ein Foto schießen zu lassen. Und das Bizarre daran war ja nicht nur alles, was, also, sondern was das Ziel dieser ganzen Aktion war. Das Ziel dieser Aktion war ja das Foto von Donald Trump mit der Bibel. Und das ist was auch unfassbar merkwürdig darüber kommt, also wie er da so trotzig blickend mit der Bibel in der Hand, es hätte noch gefehlt, dass er mit dem Fuß aufstampft, da irgendwie vor der Kirche steht, absurd. Echt. Und ist das so eine Situation, wo Frau Brockschmidt dann zu Hause sitzt, diese Szenen wahrnimmt und sagt, ja, wundert mich nicht, passt ja genau ins Schema rein. Oder wie geht's dir damit sowas? Weil hier in Deutschland die allermeisten Leute ja sagen, wie kann denn das sein? Und warum ist der denn überhaupt noch? Und man ist wie so in so einem Hamsterrad und die Emotionen wallen. Dir geht's auch so, aber hast du da mehr Ratio und sagst, macht völlig Sinn, dass der das so macht? Ja, also mein erster Gedanke war tatsächlich, also ich glaube nicht, dass das seine Idee war, sich dahin zu stellen. Aha. Aber ich glaube, das denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich ihn reden höre, zumindest wenn er mal, das macht er ja nicht immer, mal einen Satz vorliest, der auch auf seinem Skript steht. Es gibt unter seinen Beratern sehr offensichtlich Leute, die die Sprache, und zwar auch das Vokabular und die Bildsprache der Evangelikalen hervorragend beherrschen und wissen, wie sie das einsetzen. Das ist zum Beispiel der unsichtbare Feind, Corona, ganz kurz als Fußnote. Das ist in evangelikalem Sprachgebrauch, ist damit der Teufel gemeint. Das ist kein Zufall. Das wird ganz bewusst eingesetzt. Und genauso ist dieses Bild, was auf uns so absurd wirkt, also auch wenn man sich das als Video anguckt, der steht da ja ewig und guckt mit so diesen zusammengekniffenen Augen und dem Schmollmund in die Kameras. Und man hört ja auch von Reportern, ich glaube, jemand fragt ihn, ist das Ihre Bibel? Ja, er sagt, es ist eine Bibel. Und man sitzt davor und der rationale Teil des Gehirns macht und der Rest denkt sich, ja, macht schon Sinn. Und dann ist meine Reaktion meistens eher, wenn ich die Berichterstattung darüber lese, wo das dann quasi, er macht wieder so bizarre Sachen und ist genau wie, er hat wieder was Ulkiges gesagt, da möchte ich in die Tischplatte beißen. Ich mir denke, ihr habt es nicht verstanden. Ja, es ist absurd, ja, es ist bizarr. Ich reiß da auch Witze drüber, man muss es ja irgendwie aushalten. Ja. Aber das ist nicht der Sinn dieser Fotooption gewesen. Und die kam auch nicht bei allen Evangelikalen gut an, klar. Aber die sollte auch gar nicht bei allen gut ankommen. Das war ganz klar ausgerichtet auf diese Zielgruppe. Und für die war das die Bestätigung, wir befinden uns in einem Kriegszustand. Ich musste mir hier den Weg freischießen quasi. Und jetzt stehe ich hier vor der Kirche, die vielleicht auch ein bisschen beschmiert ist oder so, und halte die Bibel hoch und zeige euch, in diesem heiligen Krieg hab ich euch und ich beschütze euch und ich trete für euch ein. Und das ist ja genau das, was sie wollen. Sie wollen jemanden, der vielleicht auch gerade, weil sie es nicht können, der für sie quasi den Bully spielt. Kleine Randbemerkung, die Pfarrerin der St. John's Church war ziemlich sauer hinterher im Interview. Aber es passt nochmal dazu, auch nochmal wieder hier dieses, also zum einen haben wir hier ein unsichtbares Drehbuch im Hintergrund, was er dann auch erfüllt. Das erfüllt er halt nicht immer. Manchmal macht er auch eigene Sachen, die sind dann auch bizarr. Aber man sollte, wenn man ihn beobachtet, jetzt mit dem Wissen, was wir vielleicht heute unseren Hörerinnen und Hörern vermitteln konnten, immer jetzt diese Schablone nochmal drüber legen. Und dann wird einiges von dem, wie du sagst, weniger bizarr, sondern sagt, nein, das macht Sinn. Und die Leute dazu beschießen mit wer gestritten war es, Tränengas oder war es ein anderes Gas, wurscht.
Ist ja egal, weil wenn jetzt die Rapture käme, die da demonstriert haben, die würden ja sowieso nicht hinbekommen. Also kann ich die jetzt auch mal kurz aus dem Weg räumen, weil die sind ja auch gar nicht mehr rettenswert. Wer da demonstrieren geht gegen Donald Trump oder irgendwas oder sich gemein macht mit den schwarzen Amerikanern, dem ist ja eh nicht mehr zu helfen, alles in Anführungsstrichen gesprochen. Und dann macht das genau Sinn und damit erreicht er genau die Leute, die sich jetzt so langsam im Hintergrund in Positionen geschoben haben. Und ich hätte noch eine vielleicht persönliche Frage so zum Abschluss, eine Einschätzung, die vielleicht gemein ist. Alex hat auch noch ein paar Fragen. Sie guckt mich gerade entsetzt an, aber ich bin dann gleich ruhig. Aber diese neue Bewegung, das Lincoln Project, was ja im Grunde genommen republikanisch ist und was sagt, jetzt muss aber Trump weg und wir müssen einen Neustart bei der Grand Old Party, bei den Republikanern durchführen. Würdest du sagen, dass diese Bewegung das erkannt hat und gesagt hat, wir sind, ich benutze jetzt meinen Begriff, zu sehr unterwandert, wir müssen jetzt wieder zurück zu demokratischen Faden kommen oder interpretiere ich da zu viel in deiner Meinung? Also ich glaube, dass es eine sehr wohlwollende Interpretation ist. Okay. Okay. Ich meine, ich kann nicht in die Köpfe gucken, deswegen kann ich es nicht mit abschließender Sicherheit sagen. Aber das Lincoln Project spricht ja nicht für, ich sag jetzt mal, das Establishment der Republikanischen Partei. Ja. Das sind zum Großteil ehemalige republikanische Wahlkampfstrategen, die jahrelang auf regionaler, aber auch auf nationaler Ebene Wahlkampf gemacht haben, für John McCain, für Bush und so weiter und so fort. Das heißt, das sind Leute, die dem Establishment angehört haben, die sich jetzt aber aus verschiedenen möglichen Gründen, um es mal vorsichtig zu sagen, gedacht haben, okay, das ist nicht mehr das Richtige. Ob das jetzt daran liegt, dass sie denken, dass Trump den ganzen Karren an die Wand fährt, ob das daran liegt, dass sie selbst reflektiert haben, erkannt haben, dass sie einen eigenen Beitrag dazu geleistet haben mit ihrem Wahlkampf, der ja vom Tonfall her in einigen Fällen sehr ähnlich klingt wie das, was Trump gerade macht. Ja. Nur vielleicht ein bisschen leiser. Ob das jetzt Selbstreflexion ist oder ob sie wirklich, ich sag jetzt mal, Hand in Hand mit den Demokraten auch noch nach der Wahl voranschreiten werden oder ob das Karriereambitionen sind, weil sie denken, die Republikaner stehen kurz vor der Auflösung, weil die Partei, ich meine, die haben gerade quasi Parteitag und es gibt kein Wahlprogramm. Mhm. Das Wahlprogramm ist, wir haben kein Wahlprogramm, das Wahlprogramm ist Trump. Mhm. Ja. Mhm. Das ist ein fast wörtliches Zitat aus ihrem Wisch, den sie da veröffentlicht haben. Also da kommt sehr viel zusammen, glaube ich. Da kommt einerseits, glaube ich, schon Unbehagen der Person Trump zusammen. Ja. Aber auch vielleicht auch Enttäuschung gegenüber der eigenen Partei, weil es, glaube ich, schon auch unter einigen republikanischen Wählern immer die Vorstellung gab, erstens, na, so schlimm wird er ja nicht sein. Und zweitens, es gibt eine unsichtbare Linie, die man nicht überschreitet. Hm. Ob die jetzt mit Corona überschritten ist, spätestens, ich meine, ja, das Lincoln Project ist schon vor Corona gegründet worden. Mhm. Aber das ist sehr schwer auseinanderzudröseln. Und ich glaube, man sollte sich davor hüten, dem Lincoln Project, ich sag jetzt mal, allzu positiv zu unterstellen, dass die das Ganze jetzt umschmeißen wollen. Hm. Ich glaube, da gibt's sehr viele Beweggründe, die noch nicht so ganz klar sind. Ich glaube, das muss man letzten Endes abwarten. Das ist eine schreckliche Antwort, ich weiß. Nee. Vielen Dank. Gute Einordnung. Ja. Meine jetzt dann doch abschließende Frage wäre noch, wie läuft's denn aktuell? Du hast es ja eben schon angedeutet, es ist Parteitag und die Republikaner haben kein Wahlprogramm. Wie schaut denn so aktuell die Beziehung zwischen Trump und den Evangelikalen aus? Und spielt da Mike Pence auch irgendwie noch eine Rolle, der ja selber auch extrem ist in seinem Glauben? Haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Mike Pence und Mother. Mhm. Ja. Ich glaube, damit ist er mit am bekanntesten geworden, dass er seine Ehefrau Mother nennt. Es ist schwierig. Ja, das ist sowieso diese
Mike Pence ist nochmal quasi auch eine eigene Episode, glaube ich. Vom Heiratsantrag bis... Ja, also ich versuche mich kurz zu fassen. Es ist momentan, glaube ich, durchaus schwierig. Trump hat allerdings bestimmte Punkte, gerade auch im Umgang mit Corona, die ihm bei Evangelikalen helfen werden. Das ist einmal, dass er die Kirchen so schnell wie möglich wieder aufmachen oder öffnen will und das ja auch schon teilweise getan hat, weil das wird ja als Angriff auf die Meinungsfreiheit gesehen. Ich darf nicht in die Kirche gehen. Trump war ja derjenige, der zu Ostern volle Kirchen versprochen hat. Er meinte, das wäre doch ein toller Anblick. Und außerdem, vielleicht zur Frage, die sich der ein oder andere stellen mag, okay, jetzt Gott hin und her, aber es sind mittlerweile, was sind es, ich glaube 170.000 Amerikaner tot. Ja, mehr als in allen Kriegen der letzten Jahrzehnte zusammen. Das kann man doch nicht gut finden. Das kann man schon, wenn man denkt, dass die Pandemie eine Strafe für die Nicht-Rechtgläubigen ist. Und wenn man sieht, wie Leute reagieren, die teilweise, wo die eigenen Kinder sterben, weil sie eben der Gefahr der Ansteckung ausgesetzt wurden, teilweise auch bewusst, dass dann gesagt wird, das war dann eben Gottes Wille, dann sind halt auch die 177.000 egal. Und das ist zwar sehr bitter, aber lässt sich nicht von der Hand weisen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es läuft für Trump gerade im Wahlkampf nicht sonderlich gut. Unter Katholiken beispielsweise bröckelt seine Zustimmung, in den Vororten bröckelt die Zustimmung. Und das sind alles Wählergruppen, die er neben den Evangelikalen, und ja, da gibt es Überschneidungen, aber nicht nur, die braucht er. Das heißt, ich denke, was wir in der nächsten Zeit sehen werden, so vorsichtig man diese überhaupt Vorhersagen treffen kann, oder was wir jetzt ja schon sehen bei dem Parteitag, es ist leider erst Tag 2 gewesen gestern, es ist leider noch nicht vorbei. Die Horrorshow. Es ist tatsächlich, es ist teilweise wirklich schrecklich mit anzusehen. Ich denke, er wird quasi das Schrille und das Pandering, das Anwerben an diese Evangelikale wird noch weiter aufgedreht werden. Ob das jetzt nur er macht oder ob er nochmal Mike Pence vorschickt oder ob er Pompeo vorschickt, den er ja quasi gar nicht vorschicken muss. Pompeo scheint ja gerade auf eigenen präsidialen Ambitionen für 2024 unterwegs zu sein. Der stellt sich ja eh gerade vor jedes Mikro. Aber ich denke, das wird mit einer der Hauptfokuspunkte sein. Und das hat man auch jetzt in diversen Reden gehört. Die Demokraten wollen Gott verbieten. Was hat er gesagt? Noch vor dem RNC. Biden will Gott schaden und kann Gott schaden und wird Gott schaden. Demokraten wollen, dass wir ein gottloses Land werden. Ja. Und diese Trommel wird er weiter trommeln, in der Hoffnung, dass er damit Evangelikale, die vielleicht doch enttäuscht sind, weil die Jobs vielleicht doch nicht so sehr zurückgekommen sind, wie sie dachten, weil eben außer dieser religiösen Agenda andere Dinge in ihrem Leben passieren, die nicht gut sind, die braucht er. Und deswegen versucht er, Joe Biden als gottlos darzustellen, als Heuchler, der ja lebenslanger, sehr frommer Katholik ist. Ob das funktioniert am Ende, ist schwierig. Ich glaube, da wird sich einiges entscheiden, man wird am Ende sehen, ob sich die Leute für quasi ihre Religionszugehörigkeit entschieden haben oder für das, was für sie oder für das Land am besten ist, was aber auch schwer zu trennen ist, weil für eine bestimmte Gruppe ist das ja alles eins. Auch das nochmal sehr schön, diese Argumentation. Das eine ist ja der Kommunismus linksradikal, das ist nochmal um die konservativen Kräfte, also die normalen, sage ich mal in Anführungsstrichen, konservativen Kräfte abzuholen. Das ist ja die eine Stoßrichtung, wenn man sich Trump gerade anschaut im Moment. Und das andere mit diesem gottlos und er wird Gott schaden, auch das erklärt
erklärt sich jetzt, glaube ich, nach unserer Sendung auch für unsere Hörerinnen und Hörer nochmal ganz anders, dass er damit Leute erreicht, die quasi elektrisiert von dieser Aussage sind, die ja im Grunde genommen völlig Quatsch sind, also wie so ein Präsident in einem sehr religiösen Land, ich habe das eingangs ja schon gesagt, Gott schaden, aber dem Gott, an den sie glauben, würde ein Joe Biden schaden und das ist die Message, die er ja aussenden will. Und ich sage ganz kurz für die Statistik, dass heute der 26.8. der Mittwoch ist, denn dann können die Leute einordnen, weil du gerade sagst, das geht noch ein bisschen weiter, dann wissen die, wann wir dieses Interview aufgenommen haben. Ja. Jetzt vielleicht noch was Persönliches. Beschäftigst du dich jeden Tag mit dem Thema oder sagst du auch mal ab und zu, jetzt muss ich aber ein, zwei Tage mal Pause machen mit den Amerikanern und den Evangelikalen? Also momentan ist es tatsächlich ein tägliches Vergnügen. Ich merke aber gerade auch hier während des Parteitages, der ja nicht nur einen Tag dauert, leider, dass, ich sage jetzt mal, die Schlagzahl, mit der das im Moment kommt, dass auch ich da so ein bisschen an meine Grenzen, nicht ein bisschen, dass auch ich da an meine Grenzen komme. Und das heißt, ich habe jetzt zumindest ab und an mal, das ist ja das Schöne als Freelancer, man kann nie aufhören zu arbeiten, weil man könnte ja immer arbeiten. Aber ich glaube, gerade bei solchen Themen ist es sehr wichtig, sich auch mal zumindest Pausen zwischendrin zu gönnen, einfach damit das Hirn wieder runterkommen kann. Und wenn man, also man wird schon so ein bisschen kirre, wenn man zu lange in dieser Blase sitzt und ich gehe im Moment sehr viel mit dem Hund laufen. Vielleicht erklärt sich das. Ja, das mal abschalten, mal rausgehen, den Kopf durchpüstern. Bewältigungsmechanismus. Geht uns ähnlich mit den Themen, die wir so behandeln. Wer jetzt sagt, ich möchte mehr hören von Annika Brockschmidt und wenn ich sie dann schon auf Twitter gerne lese, möchte ich sie auch hören. Kann man da was Aktuelles, Podcast-mäßiges von dir hören? Ja. Man kann aktuell produziere ich einen Podcast für die Bundeszentrale für politische Bildung namens Histopod. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass man ihn bereits auf Podcast-Abspiel-Apps findet, weil die Mühlen malen langsam. Oh Gott, aber ist der Feed noch nicht angekommen in der Zentrale? Es ist eine lange Geschichte. Ja. Jedenfalls findet man ihn unter Histopod. Wenn ihr das googelt, kommt ihr dazu. Da geht es um Erinnerungskultur an den Holocaust weltweit. Noch sehr so ein spannend. Sympathisches Thema, ja. Ja, ich habe noch gar, ja, also Genozidforschung ist mein anderes Steckenpferd. Ja, man kann auch noch tatsächlich erfreulicher hören, ist aber erst im Aufbau begriffen, deswegen gibt es da noch nicht so wahnsinnig viel zu hören. Einen englischsprachigen Podcast zum Thema Oper, ganz was anderes, nennt sich Forza, als in das italienische Forza, Love of Opera, das findet man auf App-Abspielstationen für Podcasts durchaus, weil das quasi in Eigenproduktion so ein bisschen als das Schöne zwischendurch war. Ist apropos, so nötig, wirklich. Ja. Der Psychologe in mir ist sehr beruhigt, dass du für Ausgleich sorgst. Dann musst du mir keine großen Sorgen machen. Nein. Das ist noch eine Möglichkeit. Man kann auch noch einen mittlerweile abgeschlossenen Podcast hören, den ich mit Dennis Schulz zusammen produziert habe, wenn man generell Wissenschaftskommunikation für Geistes- und Naturwissenschaften mag. Das findet ihr unter SciencePie. Ich glaube, damit sind alle Podcasts aktuell aufgezählt. Genau, das werden wir alles verlinken und man kann dich auch unterstützen bei Patreon, damit du auch frei schreiben kannst und auch mal Luft hast, Twitter-Geschichten auch mal zusammenzufassen und nicht nur zu schreiben für Zeitungen oder irgendwelche Redaktionen, die dir Geld dafür geben, sondern auch mal für uns alle, damit wir was davon haben. Und das Schöne ist, wir machen das seit einiger Zeit, man nimmt dann auch sehr daran teil und kann dich mit deinem Hund oder vielmehr den Hund als Belohnung auch immer wieder sehen. Und die Schlagzahl, mit denen diese Hundefotos in den Patreon-Feed kommen, erklären dann auch, wann du gerade mal wieder an die frische Luft gehen musstest. Zumindest habe ich so den Eindruck, dass im Moment ein paar Hundefotos mehr kommen. Das passt ganz gut zusammen. Ich muss sagen,
generell hat sich ja doch das Bedürfnis nach, ich sage jetzt mal, flauschiger, kurzer Abwechslung, so intellektuell fragwürdig das auch sein mag, hat sich doch deutlich gesteigert in der letzten Zeit. Ja, ich glaube, ich kenne mittlerweile alle Hunde aus der Nachbarschaft mit Namen. Nicht der Besitzer, aber mit ihren Namen. Und ja, also auch das quasi ist vielleicht ganz kurz zu Patreon. Es gibt verschiedene Stufen, ihr kennt das ja bestimmt. Und die niedrigste Stufe bekommt Hundebilder, die ihr nirgendwo sonst bekommt. Genau, da wir ja auch arme Podcaster sind. Exklusiv, ja. Was wären denn die hohen Stufen, wenn wir mehr reiche und berühmte Podcaster sind? Was könnten wir denn noch von dir als Belohnung bekommen? Ich glaube, die Mäzenatentumsstufe, die bei sagenhaften 50 Euro liegt, die tatsächlich jemand zahlt, weswegen ich sehr, sehr, sehr dankbar bin an dieser Stelle nochmal. Da kann man auch selber Themen vorschlagen zu bestimmten Threads. Man kann über Themen abstimmen. Man bekommt sowieso ab 10 Euro sämtliche Threads in längerer Form und in Textform, damit man nicht mehr permanent scrollen muss, weil Threads als Format werden irgendwann nervig, das weiß auch ich. Sie werden auch irgendwann nervig zu schreiben. Aber es gibt quasi für jede Stufe was dabei und ich bin sehr froh über jede Unterstützung, egal wie hoch oder niedrig sie ausfällt. Ich bin schon sehr froh, dass Leute mir das überhaupt möglich machen. Und bevor wir jetzt die Heizdecken auspacken, kann man auch sagen, die niedrigste Stufe ist einfach dir erstmal auf Twitter zu folgen. Auch das werden wir natürlich verlinken und da kann man natürlich ganz viel von dem mitbekommen, was gerade bei dir los ist, was du treibst, was dich umtreibt, welche Themen dich beschäftigen und da kriegt man auch schon eine ganze Menge Informationen und das ist sicherlich einer der Twitter-Accounts, die ich immer gerne empfehle. Insofern, da muss man dann auch kein Geld bezahlen, weil wir wissen, wir haben auch Hörerinnen und Hörer, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind, die fühlen sich dann immer ganz schlecht. Das müsst ihr nicht, sondern dann folgt einfach Ardent Historian, Entschuldigung, und teilt das dann einfach weiter und damit hilft ihr uns allen, die wir im Netz unterwegs sind, auch. Auch sowieso vielleicht noch kurz zu Podcasts. Alle Podcasts sind natürlich auch kostenfrei. Da gibt es keine Paywalls oder ähnliches. Das findet ihr alles. Genau. Wunderbar. Ja, vielen, vielen Dank für dieses wahnsinnig interessante Gespräch. Also hätte ja meinethalb noch gerne 3 Stunden weitergehen können, aber natürlich müssen alle irgendwann mal auch wieder was anderes tun. Also vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast für uns. Na klar. Super. Genau. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wenn auch es mir ein bisschen leid tut, dass ihr diese Informationen jetzt habt, weil ist nicht so wahnsinnig angenehm, aber ich glaube, es ist zu wichtig, als dass man es nicht zumindest wahrnehmen sollte. Ja. Es hilft mir tatsächlich ein ganzes Stück weit, den Irrsinn, den ich fast tagtäglich erlebe, anders bewerten zu können. Und das finde ich extrem hilfreich, weil ich mich nicht mehr ganz so in Bizarro World empfinde, sondern ein Teil des Bizarren plötzlich dann doch wieder irgendwie verdreht Sinn macht. Und das, was ich dir so aus einem anderen Raum immer dann im Vorbeigehen irgendwie zurufe, jetzt hat er schon wieder das und das. Genau. Das ist jetzt auch gerade in Zeiten von Homeoffice manchmal echt wirklich, wo ich denke, was? Und jetzt hilft es mir ein bisschen mehr, das Ganze einzuordnen. Insofern vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass es euch da draußen auch so geht. Schreibt mal drunter eine etwas ungewöhnliche Folge. Wir sind auf euer Feedback wie immer gespannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Annika dann auch mal gelegentlich in die Kommentare vorbeischaut, was ihr so dazu meint. Was wir gemacht haben. Annika, dann entlassen wir dich in die weiteren Runden des Parteitages leider. Wünschen dir alles Gute. Ist okay. Die Hälfte ist vorbei. Genau. Licht am Ende des Tunnels. Und wir freuen es war mir eine Freude. Ja, und wir freuen uns schon wieder, wenn uns die Wege mal wieder zusammenführen. Ich glaube, da wird es nochmal die ein oder andere Berührungssituation geben, in der wir was gemeinsam machen können. Alles klar. Schönen Abend dir und vielen Dank. Euch auch. Tschüss. Ja, nach dem Werbeblock für Annika Brockschmidt, der aber durchaus auch verdient ist, müssen wir jetzt dann endlich mal aufklären, ob jetzt Trump die Bibel falsch rum hingehalten hat oder nicht und was war da eigentlich genau los? Die Auflösung.
Ja, wir haben ja über diese Foto-Op auch im Gespräch mit Annika kurz gesprochen. Und jetzt ist immer noch die Frage offen, hat er die Bibel richtig rum oder falsch rum gehalten? Und es ist tatsächlich so, dass er die Bibel richtig rum gehalten hat und auf Twitter sehr schnell aber das Gerücht aufgekommen ist und auch auf Fotos dann angeblich belegt war, dass er sie falsch rum gehalten habe, was aber de facto nicht so gewesen ist. Und ich wollte diese Geschichte nochmal zum Anlass nehmen, dafür zu plädieren, dass bei aller Abneigung, die man eventuell gegen Trumps Politik verspürt und wie wir jetzt im Gespräch gesehen haben, ist uns dreien das ja schon so gegangen, dass wir das alles extrem unheimlich und besorgniserregend finden. Aber man muss auch in diesem Zusammenhang bei den Fakten bleiben. Das heißt, es tut nicht gut, wenn man dann übers Ziel hinausschießt und Nachrichten weiterverbreitet, weil einem der Bestätigungsfehler, der Confirmation Bias sagt, ja, das vermute ich, das traue ich ihm zu. Und es sah auch ein bisschen komisch aus, wie er da irgendwie rumhantiert hat mit der Bibel und dann guckt er nochmal so komisch drauf. Ja, das passt schon, dass er die falsch rumgehalten hat. Das bringt halt nichts. Es ist wichtig, auch da zu recherchieren und nachzugucken, ob es wirklich stimmt und dann eben die Fakten weiter zu verbreiten, aber nicht das, was einem vielleicht das Gefühl sagt, was richtig sein könnte. Und nach dieser Episode könnt ihr auch, glaube ich, sehr gut einschätzen, warum das gar nicht nötig ist, dass er die Bibel falsch rumhält, sondern wir haben ja sehr genau herausgearbeitet, warum diese Aktion in diesem evangelikalen Weltbild Sinn macht und warum das auch wichtig war, dass er genauso agiert hat. Was das Ganze natürlich nicht besser macht und irgendwie auch trotzdem skurril, bizarr und gruselig macht, aber mal von der Behandlung der Demonstranten ganz zu schweigen. Genau, das haben wir auch besprochen im Interview. Also, ja. Trotz allem bei den Fakten bleiben, bitte. Genau, ist besser. Ganz wichtig. Also nicht den Gegenpart mit Fake News attackieren, das bringt niemanden weiter, sondern macht einen selber nur unglaubwürdig. Und oft genug geschieht es ja auch, dass mir oder auch Alexa Das wäre so eine Sache mal gewesen, Fehler unterläuft. Ganz schnell hätte und gehen können. Da muss man dann auch einfach mal zugeben, dass man da was falsch gemacht hat. War oder? Auch, was ich gesagt habe, so ein bisschen Memo an mich selber. Ja, damit haben wir dann jetzt auch die 2. August-Folge beendet. Weilen irgendwo gerade und hoffentlich werden wir nicht komplett zugeregnet und wünschen. Wenn es auch nicht schlimm. Wenn es auch nicht schlimm, Hauptsache Urlaub. Genau. Und wünschen euch erstmal eine gute Zeit. Wir hören uns dann im September auf jeden Fall in regulärer Form wieder und ihr merkt, 2 Folgen im Monat, auch wenn sie an den vorletzten beiden Tagen des Monats vielleicht. Also es kommen 2 Minutes to Midnight am letzten Tag des Monats. Genau, also alle, die sagen, ihr macht gar nicht mehr normale Folgen, doch, machen wir. Und wir haben ganz viele weitere Folgen jetzt für dieses Jahr schon geplant. Und es macht nach wie vor einen diebischen Spaß, diesen Podcast zu machen und hier mit meiner wunderbaren Hoax-Mistress zu sitzen, mit Themen zu besprechen und zu wissen, dass euch das im Grunde genommen Vergnügen bereitet, dass ihr das gut findet. Ja, und eure Unterstützung auf so vielfältige Art und Weise macht es natürlich nochmal doppelt genial. Macht weiter so, bleibt wie ihr seid, bleibt vor allen Dingen gesund. Ja. Das haben wir beim letzten Mal gar nicht gewünscht. Wünschen wir jetzt nochmal, bleibt bitte gesund, passt auf euch auf. Und wir hören uns dann im September wieder. Und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Hoaxilla Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen, so wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach, durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@hoaxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.